Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Pokémon Bloody Platin. Und ich hoffe, ihr habt die Weihnachtsfeiertage sehr gut überstanden. Ich selber auch so halbwegs. Allerdings habe ich mir eine kleine Erkältung eingefangen. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern man das hören kann. Aber ich mache das Beste draus. So ein kleiner Schnupfen und Halsschmerzen und so hat noch niemanden umgebracht. Und ich bin auch nicht der Typ, der rumningelt, dass er erkältet ist. Meine Devise ist eher, scheiß drauf, Augen zu und durch, weil ändern kann man es ja eh nicht. Also das Beste draus machen. Aber egal, wir werden jetzt erstmal rausfahren. Gut. Neue, ist das eigentlich eine neue Route? 200, wartet mal kurz. 209? Hier haben wir Herzhofen. Ein neuer Encounter, Leute. Ja, ein neuer Encounter. Mal gucken. Oh, und da ist ein Item. Da oben. Rechts. Oh mein Gott! Dumpyplex. Oh mein Gott, wie cool. Das ist cool. Und, ich hoffe, ihr erschlagt mich nicht. Also, wie gesagt, ich sag's gerne. Schreibt mir ruhig in den Kommentaren einen Namensvorschlag rein. Würde mich sehr, sehr freuen, damit ich euch auch mit einbeziehen kann. Aber ich hoffe, ihr könnt mir vergeben. Ich habe den perfekten Spitznamen für dieses Dumpyplex. Eiskönigin. Sven. Das versteht sich von selber. Rentier. Ich hoffe, ihr seid mir da nicht böse, wenn ich da diesen Namen schon festlege für dieses kleine Süße. Und es ist auch noch ein Junge. Es muss einfach Sven heißen. Ich, ja gut. Ich wollte schon sagen, hoffentlich töte ich es nicht aus Versehen. Walzer ist mir so ein bisschen zu zu kritisch. Dunkelklaue? Ich muss es ja bloß ein bisschen schwächen. Ach so, ja stimmt, ja war ja was. Zen-Kopfstoß. Warum nicht? Und ich würde dieses Sven dann natürlich auch gerne in mein Team nehmen. Ich habe nur ein bisschen Angst, dass ich dieses Dumpyplex kaputt mache aus Versehen. Oh, Rollentausch. Kopiert Frühwecker von Eros. Okay. Ich versuche ein paar Mal Biss. Okay. Es ist ein annehmbarer... Naja. Form, sag ich mal. Eros ist verwirrt, damit komme ich klar. Noch einmal. Ich glaube, noch ein bisschen Biss. Wenn es jetzt kein Crit ist, bitte. Oh, Gott sei Dank. Es schreckt zurück und ich glaube, das ist jetzt... Nee. Wir werden keinen rosa Ball werfen. Es tut mir leid. Aber das tue ich Sven nicht an. Einmal. Na, ja, klar. Es sei denn, wir brauchen jetzt 1000 Millionen Jahre, um Sven zu fangen. Ich meine, wenn mir die Pokébälle dann ausgehen, habe ich ja keine andere Wahl, als dann doch auf die Heilbälle auszuweichen. Okay. Oh, Junge! Ja, ja. Zen-Kopfstoß hat keine Wirkung. Tut mir leid. I'm sorry. Na, was ist dein Problem? Ist das jetzt etwa wieder so ein typischer Fall von... Ich weiß nicht. Hatten wir das nicht schon mal mit... Entweder Pantimimi war es oder Pantimos? Ich bin mir gerade nicht mehr so sicher. Auf jeden Fall eines von beiden? Was zur Hölle? Ich meine... Ich guck mir jetzt mal einfach spaßeshalber die Fangrate von Dumpyplex an. Moment, haben wir gleich. Dumpyr. Ach so, Dumpyr. Ah! Dumpyplex. Ich glaube, ich habe es falsch ausgesprochen. Dumpyr. Egal. Für mich ist es Sven, für mich bleibt es Sven. Und gut ist. So, dann wollen wir mal sehen.
eine Fangrate von... Junge! Von 45. Das bedeutet in Klartext eine Fangrate von 5,9%, wenn man einen Pokéball wirft. Aber ich glaube, da ist es zu beachten, dass dann quasi alles mit voller Gesundheit dann gezählt wird. Und je niedriger dann der Wert ist, desto einfacher ist es zu fangen. Oh, Dankeschön! Vielen herzlichen Dank! So. Ein neuer Eintrag im Pokédex. Das ist gut. Starrt man auf sein Geweih, bekommt man das seltsame Gefühl, in dessen Mitte gezogen zu werden. Okay. Ja, möchte ich. Ich möchte einen Spitznamen vergeben. Und zwar, wie ich es angekündigt habe. Ich hoffe wirklich, ihr seid mir da nicht böse, aber... Das muss einfach sein. Das ist für mich Sven. So, Sven. Schön. Und wird auch ein wunderschönes Teammitglied. Aber ich glaube, wir holen uns dieses Teammitglied dann erst ab, wenn wir dann in der nächsten Stadt ankommen. Ich hoffe ja, dass das bald sein wird. Ich weiß, wir haben Herzhofen gerade erst verlassen, aber... Hier, oh je. Trainer, ganz viele Trainer und ich hab... Hilfe! Okay. Bären sind immer gut. Und ja, zu den Spitznamen. Wie gesagt, schreibt mir gerne in die Kommentare rein, irgendwelche Spitznamen, also für männliche Pokémon und weibliche Pokémon. Und ich versuche es dann zu berücksichtigen, damit alles so mit Interaktion mit euch so ein bisschen geschieht. Wäre mir schon wichtig, aber ohne Vorschläge. Luftschacht. Aha, ein Tunnel. Ach nö, ich habe keine Lust auf Tunnel. Und ich glaube, da wartet ein Zweierkampf auf uns. Ha! Eros, ich glaube, ich werde dich mal an zweite Stelle setzen. Und... Ja, Augen zu und durch. Ist da hinten ein Pikachu? Das sieht schon fest so aus, wa? Okay. Oh, Emma! Wir sind stark, da wir zusammen kämpfen. Wir nehmen dich auseinander! Oh Gott, meine Stimme. Ach, hey. Okay. Zwillinge Emma und Nina, was? Haspiro und Schallendos. Okay. Ich denke, damit sollte ich klarkommen, hoffe ich. Ich werde einfach mal Spalzer versuchen und Eros wird Feuerzahn auf Haspiro machen, auf das Häschen. Okay. Schön. Es brennt auch noch. Ich meine, gut für uns, schlecht für die Zwillinge. So. Walzer könnte etwas mehr Schaden machen, aber es steigert sich ja dann noch. Das heißt, wenn... Was zur Hölle? Also das heißt, wenn nicht vorher Gregor... platt gemacht wird. So, Feuerzahn. Einmal Feuerzahn sollte das Ganze, glaube ich, beenden. Und Gregor kann dank Flinkklaue angreifen sofort. Das ist gut. So, Haspirohr dürfte jetzt Geschichte sein. Da hätten wir das schon mal hinter uns gebracht. Sehr schön. Und Lehmbrühe. Okay. Wow. Was? Warte, was? Oh nein! Oh nein! Wir werden doch jetzt nicht an den Zwilling scheitern, oder? So, Ziegelkeks, du bist dran! Oh Gott, mir spannt nichts Gutes. Und da ist noch ein Schallelos. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, Marilyn. Ich hab das. Oh, und das. Nee. Schallilos ist ja das andere ist Gastrodon. Oh Gott, was lese ich heute? Oh mein Gott. Ich glaube, wir haben so ganz leicht ein Problem. Wobei es schon niedlich ist, die beiden so ein bisschen hintereinander zu sehen. Und ich weiß, es ist nicht effektiv.
Oh Gott. Wir müssen definitiv nachher ins Pokémon Center. Oh mein Gott. Nebenbrühe. Was? Aber es ist zum Glück nicht effektiv. Für Marilyn ist es schon effektiv. Oh Gott, das kann ja was. Ha, Halleluja. Aber gut, wir haben auch noch Nebenschuss. Ich hoffe, dass das jetzt trifft. Und irgendwas bringt. Und wir müssen wirklich dann dringend... Oh Gott. Wir müssen dringend ins Pokémon Center. So. Aber das Gute in dieser Folge ist, wir haben einen Sven. Wir haben ein Rentier gefangen. Schade, dass das nicht kurz vor Weihnachten war. Gut, jetzt ist es kurz nach Weihnachten. Aber es hätte schon dann... Oh nein. Ein bisschen besser gepasst. So, Linus, du bist dran. Auch wenn ich sehe, dass wir tierisch unterlevelt sind, aber das habe ich ja schon vor gefühlten Ewigkeiten festgestellt. Ups. Okay. Merke, Gastrodon und Elektroattacken nicht wirklich gut. Auch gut. Aber wenigstens kriegen wir Erfahrung. Auch wenn wir hier so halbwegs hops gehen wahrscheinlich. Ah, Linus! Na toll. Ich glaube, wir sind. Wir haben ein Problem. Oh je. Yeah. Und jetzt hätten wir Eros haben müssen. So. Schlappohr. So. Sprungkick. Ich meine, ha, das war abzusehen. Level 40 und Level 20, merkt ihr was? Blubstrahl. Also ich glaube, das kann man nicht mehr reißen. Nee, das kann man nicht mehr reißen. Auch wenn Zielkick sich tapfer hält. Aber das können wir jetzt vergessen. Das heißt, wir stecken schon wieder fest. Toll. Und das bedeutet, wir haben jetzt schon wieder keine unfähigen, also kampffähigen Pokémon mehr. Und, ah, Mist. Wir hätten vielleicht vorher noch ein paar Items oder so kaufen müssen. Auf jeden Fall werden die Pokémon jetzt erstmal geheilt, was gut ist. Und ja, ich hoffe, dass wir auch groß rauskommen. Aber wir holen uns jetzt erstmal Sven und gucken, was für ein wunderschönes Wesen es hat. Ach je. So, bewegen. Pokémon bewegen. Da. Bewegen. Ich habe das Gefühl, unser Pokémon-Team ist nicht ganz ausgewogen. Aber ich würde hier Niklas mal gerne hierhin stecken. Oh Mann, was will ich denn? Raus! Nein, ich möchte nicht weiterarbeiten. So. Oh nein! Ich will weg! So. Gucken wir uns Eros... Quark. Gucken wir uns Sven einfach mal an. Also, es ist Level 39. Das ist gut. Es hat ein mildes Wesen. Ist fast wie ein Clown, ja klar. Irgendwie passt das zu Sven. Oh Mann. Und es mag trockenes Essen. Hat Bedroher als Fähigkeit. Das bedeutet, senkt den Angriff des Gegners. Und es hat Konfusstrahl, Gedankengut, Rollentausch, Zellkopfstoß. Könnte ganz hilfreich sein, glaube ich. Hoffe ich. Ich würde es gerne mal tauschen. Und am besten noch Eros tauschen mit Gregor. Und dann würde ich sagen, gehen wir erstmal nochmal schnell in einen Markt. Und ich laufe gegen eine Wand. Habe ich ja toll hingekriegt. Falsche Taste.
So, ich glaube, hier unten war der Markt, genau. Und dann kaufen wir erstmal ein bisschen ein. Na gut, das hier nicht. Aber einfach für den Fall, dass wir wieder hops gehen. Ich habe es vorhin voll vergessen, muss ich gestehen. Okay. Tränke. Pokebälle haben wir noch. Superball. Falls wir verzweifelt sind. Dann brauchen wir definitiv zwei Beleber oder einen Beleber. Zwei können wir uns nicht leisten. Und ja, einen Supertrank. Und haben wir zufällig Dinge, die wir verkaufen können? Gelbstück. Wow, Riesenperle. Okay, das könnten wir, glaube ich, noch gebrauchen. Kaufen. Jetzt können wir nämlich noch ein paar Supertränke mehr kaufen. So, 5. Und komm, wir machen das voll. So, wir kaufen uns jetzt noch einen Supertrank. Und wenn wir jetzt scheitern sollten, dann ist es halt so, aber wir verlieren, wenn ich richtig aufgepasst habe, nur ungefähr 62 Poké-Dollar und das ist verschmerzbar. Also Leute, wenn ihr euch nicht sicher seid, dass ihr den Kampf quasi gewinnen könnt und genau wisst, halt, ich habe noch Geld auf dem Konto. Ich meine, ihr könnt natürlich vorher speichern. Das war jetzt nicht gut. Naja, ja. Oh Gott! Was? Na gut. Von mir aus. Aber wie gesagt, man könnte natürlich sich vorher hinstellen und es regelrecht immer wieder probieren und vorher speichern. Aber wenn man ehrlich sein möchte und sich seine Niederlage eingestehen möchte, dann kann man auch vorher sein Geld verprasseln. Ein Mantips ist ein Wasser-Pokémon. Ich glaube, das ist keine gute Idee. Was? Ich wollte keinen Feuerzahn. Das ist, wenn man nicht nach unten gucken kann. Verdammt, Schnupfen. Gut, Aquawelle. Ich glaube, das könnte böse enden für Eros vielleicht. Oh Gott, es war auch noch ein Crit. So. Eros setzt Finte ein. Okay, Mantips ist besiegt, das ist gut. Eros erreicht Level 39, das ist noch besser. Und anscheinend hat diese Folge dann doch ein relativ normales Verhältnis durch diesen Züchter da. Normalerweise war einfach bloß der Plan, dass ich vor die Zwillinge hinfahre und dann den Part beende. Aber gut. Dann kam mir halt dieser Züchter entgegen. Und dann muss ich halt den Part beenden, wenn wir entweder gewonnen haben oder nicht. Ah, Supertrank. Moment. Bin kurz AFK. So. Musste mir ganz kurz ein Taschentuch holen. Es tut mir leid. Passiert halt, wenn man live ist. Kenn ich. Ich könnte es zwar rausschneiden, aber ich mach's nicht. Aber das passiert halt. Fluffelof. Hashtag LoveWolf. Fluffelof. Und ich möchte eigentlich nicht wechseln. Ja, gut. Süß, oder? Mal gucken, wie weit wir mit Finte kommen. Ich glaube, wir könnten diesen Kampf für uns also entscheiden. Es sieht relativ gut aus. Okay, Pi. Oho. Hat dieser Trainer denn fast nur Pokémon, also als Babyform? Ach, süß. Ich frage mich gerade ernsthaft,
Riolu. Gab's das schon in Platin? Ja, klar. Oder? Nee. Ich bin mir gerade nicht sicher. Na gut, Voneira ist auch ein Baby-Pokémon. Aber es macht Sinn. Es ist ein Pokémon-Züchter und es setzt halt Baby-Pokémon ein. Auch gut. So. Das wäre schon mal erledigt. Wir haben Nils besiegt. Unsere Pokémon sind in tadellosem Zustand. Wir können uns wenigstens jetzt noch einen Beleber leisten. Das heißt, wir müssen sowieso nochmal zurück, weil jetzt nochmal den Spinning zu fahren wäre ziemlich blöd. Glaube ich, halt, stopp, das war zu weit. So, hoch. Also, wir brauchen jetzt einen Beleber noch. Oh, toll. Wir haben die falsche Tante angequatscht. Bye, bye. So, wir gehen jetzt hier hin. Supertrank. Beleber. Genau. Kaufen uns einen Beleber. Und weil es so schön ist, funktioniert meine Tastatur nicht mehr. Halleluja. Egal. Wir lassen das jetzt einfach so. Und fahren ganz geschwind zum Pokémon Center. Am besten werde ich es so machen, dass ich mich offscreen dann vor den Zwillingen wieder hinstelle. Und ja, dass wir dann im nächsten Part dann gleich mit dem neuen Kampf beginnen können. Den wir dann hoffentlich, Sven sei Dank, für uns entscheiden können. Wie gesagt, ihr könnt mir gerne mal wieder einen Kommentar schreiben mit Spitznamen. Also mit Vorschlägen für Spitznamen. Jetzt habe ich es aber. Und ich möchte an dieser Stelle euch allen einen guten Rutsch in das kommende Jahr 2017 wünschen. Ich hoffe, ihr nehmt dieses einen guten Rutsch nicht wirklich. Und ja. Vielen Dank fürs Reinschalten und bis zum nächsten Mal. Und ciao.